Freunde der Nacht. Hallo Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Gruselstunde mit Milzi. Okay, so. Hoffen wir mal, dass es funktioniert, weil Part 2 hat jetzt nicht funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass es mal klappt. So, ich habe den Schlüssel. Doch fürs Ende. Schon lange her, wo ich jetzt gespielt habe. Mal probiert haben, alles zu retten. Schlüssel zur Tür, die vom Flur zur Nottreppe führt, im Flur auf der dritten Etage gefunden. Schlüssel zum Hof. Genau, den wollte ich ausprobieren. So. Jetzt, letzte Teil haben wir Pyramid schon getroffen. Die Lava, das habt ihr verpasst. Ja, die haben nicht viel verpasst, Part 2. So. Das müsst. Genau. So, jetzt. Müsste mal richtig genau. Da wollte ich hin. Jetzt gucken wir mal, was es da alles gibt. Gibt es hier? Sehr dunkel. Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann es nicht öffnen. Da liegt doch was. Ich habe Saft in Dosen. Ah, okay. Jetzt können wir das Müllcontainer-Rätsel lösen. Ah, sehr gut. Nummer 105 habe ich noch nicht getestet. Gehen wir mal rein, arbeite ich bestimmt auch zu. So. Komplettiert. Was gibt es hier oben? James geht hoch. Ich kann diese Tür nicht öffnen. Hier lang. Aha. Wo bin ich jetzt? Ah, das habe ich auch schon gemacht. Da habe ich den Schlüssel geholt. Ja, dann müssen wir da wieder raus. Wieder zurück in die andere Tor, ins andere Tor. Im Hof wieder. Gehen wir die Treppe steigen. Da gibt es jetzt keine Musik, das ist richtig atmosphärisch. Gefallen durch das rote Licht. Weil ihr werdet noch merken, rotes Licht ist bei Silent Hill 2 sehr wichtig. Deswegen habe ich immer rotes Licht bei mir. So. Hust, hust. Jetzt lösen wir mal das Müllcontainer-Rätsel. Hier, genau. Da war's, weil da steckt was drin. Da ist ein Milchschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest. Vielleicht hilft's, wenn ich etwas Schweres von oben drauf fallen lasse. Ja, machen wir das mal. Das sieht, wenn ich sehr schwer aus.
Sechserpack Saft in Dosen. Ist das Bier? Bier wären wir jetzt lieber. Hoppla. Sieht aus, als hätte sich der Sieht aus, als hätte sich der Müllschlucker festsitzt, der Abfall gelöst. Da freut er sich, der James. So, jetzt müssen wir da die Treppe runter. Das ist ja gleich hier. So, was gibt es Schönes? Mal schauen. Gehen wir wieder runter. Gleich nebenan. Ja, da war's. Der Müllsack ist zerrissen und der Inhalt überall verstreut. Ich habe eine Münze. Alter Mann. Was ist das? Ah, so ein Klatschmagazin. Die Polizei gab heute bekannt, dass Walter Sullivan, der am 18. dieses Monats für den brutalen Mord an Billy Locane seiner Schwester Miriam verhaftet worden war, am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle Selbstmord beging. Okay. Laut Polizeibericht stach sich Sullivan mit einem Suppenlöffel in den Hals, aber wenn man dadurch sterben kann, und durchtrennte dabei die Halsschlagader. Als der Wärter ihn fand, war Sullivan bereits an Blutverlust gestorben. Der Löffel steckte 5 Zentimeter tief in seinem Hals. Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt, Pleasant River, sagte, er sah nicht wie einer aus, der Kinder umbringen würde. Aber ich erinnere mich, dass er kurz vor seiner Verhaftung alle möglichen seltsamen Sachen sagte, wie zum Beispiel, er versucht mich zu töten, er versucht mich zu bestrafen. Das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich hab's getan, aber ich war's nicht. Der Schulfreund fügte dann hinzu, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war er wohl ein bisschen durchgedreht. Ah. So langsam. Wird's interessant, meine Freunde. So, jetzt habe ich eine Münze gefunden. Alter Mann. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wo wir diese Münze reinmachen können. So. Eine Aufnahme machen wir jetzt überall. Da komme ich noch nicht hin, das kommt erst zum Schluss. Das weiß ich noch. 206, 7, 8, wieder was Uhrenrätsel. 209, okay. Was gibt es im dritten Stock? Mache ich da schon überall? Okay. Schauen wir jetzt mal an, was wir gefunden haben. Große Münze, die das Gesicht eines alten Menschen zeigt. Ich fand sie am Ende des Abfallschachts. Sieht aus wie ein, sieht wie ein alter Mann aus. Schlüssel zur Nottreppe. Dann habe ich ihn gemacht. Schlüssel zum Hof. Ah, das war der Schlüssel zum Hof. Ah, okay. Ja. Ah.
Stück geht es gleich weiter. So. Und was sich jetzt duckt, so da ist, als ob du in die Hose schaust. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Swimmingpool. So, ihr müsst dran glauben. Ah! Zwar gut, die Kettensäge, aber lass sie so schwer steuern. Ja, ich glaube, ich muss erst die Verpasste nennen dann. Hallo. Ei. Gut. Nimm lieber so eins. Jetzt sind wir wieder grün. Ich habe eine Münze. Schlange. Ah, da war das von Kasten dann. So eine Holztruhe. Da müssen wir dann die Münze in der richtigen Reihenfolge. Es kommt noch ein Rätsel, Jungs. Jetzt muss ich da wieder rauskommen. Da geht's raus. Diese Kameraperspektive manchmal so. Die machen mich wahnsinnig. So, gibt's da noch was? Gab's da noch was? Da noch eine Statue. Da komme ich her. Und da komme ich da her. Let's look! Ah, das ist mal richtig. Hallo, mein Freund! Und tschüss, mein Freund! Oh! Kommt er jetzt schon? Sehr wichtige Szene. Hören er den Kutzer? Dann geht's gar nicht gut. Brought you here. Mm-hmm. Right. Yeah.
whatever it is. I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Jetzt wird's langsam interessant. Im Friedhof haben wir eine gefunden. Ja, gut, geil, ja, wenn wir jetzt dann... jetzt wird's so langsam jetzt richtig geil. Was war dann noch zu sagen? Eddie, are you okay? Yeah, I guess. Okay, da gibt's nichts mehr. Sehr wichtige Szene, meine Freunde der Nacht. Sehr wichtige Szene. Okay. The guy in the kitchen. Schloss ist wohl kaputt. Steht doch Metall. Steht doch Metall. Okay. So, jetzt immer weiter. Gehen wir mal in Zimmer 102. Nee, verkehrt. Zimmer 104. Okay. Hier liegt eine Touristenbroschüre über die Stadt. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill an einem See gelegener, ruhiger, kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannten Urlaub bei uns. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem großen Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihren Erinnerungen bleiben wird. Redakteur Roger Mitmark. Ja, sehr einladend und sieht man das alles nicht aus. Also, das ist für mich kein Erholungsort. Sehr lustig, sehr lustig. Patronen für die Pistole. Wurde jetzt dann nur die Broschüre gegeben. Ja. So ist also, gibt's da nix. Es ist leer. Hm.
So, was sind wir jetzt? Die Kameraeinstellungen sind auch einfach klasse. Okay, so, jetzt zur Orientierung. Doch, da war ich schon. Das ist jetzt eine andere Kameraeinstellung. Komisch. Okay, da ist ein Speicherpunkt. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhig, bin gerade an meinem Gehirn, mich konzentrieren. Da war die Uhr. So, was es da unten noch gibt. Da war der Swimmingpool. Da war ich doch noch mit. Rechts neben dem Pfeil, die grüne Tür. Da war ich noch mit. Aha. Ich glaube, da ist doch das Rätsellösung. Schloss ist kaputt. Da ist der Speicherpunkt. Okay. Ich würde sagen, bevor ich jetzt wieder rumirre, tun wir mal abspeichern. Wir haben den Eddie gefunden, der Pizza Guy. Sehr wichtige Person, wie gesagt. Haben zwei Münzen gefunden. Müssen nur noch finden, wo wir die Münzen überhaupt einsetzen. Aber das sehen wir nicht mehr in dem Part. Meine Freunde, das sehen wir am nächsten Part. Das wird immer besser. Ich freue mich. Und dann wie immer, ich war's, euer Milzi. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und schöne Albträume noch.